Heute bei Juliana Matthäus nehmen wir das wunderschöne The Vicky Top mit Ballerina-inspirierten Rücken und das Schnittmuster ist auch für Anfänger geeignet. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Das The Vicky Top ist nicht nur super einfach zu nähen, auch für die absoluten Anfänger da draußen unter euch, es verbraucht auch super wenig Stoff. Ich nutze hier ein Bio-Baumwoll-Jersey, trage hier auch gerade eine schwarze Variante und zeige euch heute, wie das Ganze geht an der Nähmaschine. Wenn ihr Zugang zu einer Overlock habt, könnt ihr die natürlich aber auch super gerne für die Nähte nutzen. Das The Vicky Top gehört zur Kategorie Ready to Sew und das bedeutet, es wird genäht. Ihr braucht also Zugang zu einer Nähmaschine, aber nicht zwingend Erfahrung. Denn ich zeige euch hier genau Schritt für Schritt, was im kleinsten Detail zu tun ist, bis euer fertiges Top entsteht. Ja, also macht direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr das Juliana Matthäus The Vicky Top DIY Set schon da habt, dann kann es natürlich direkt losgehen, denn ihr habt bereits alle Materialien da, die ihr braucht, in der perfekten Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität. Aber natürlich gibt es auch wie immer alle Schnittmuster zu allen unseren Pieces, entweder als Papierversion, die schicken wir euch dann zu, oder zum direkten Download auf unserer Website. Also, wenn ihr eure eigenen Materialien nutzen wollt, macht das natürlich auch super gerne. Wir schicken euch natürlich immer eine Materialliste, genau mit den Angaben, was ihr benötigt und auch mit Empfehlungen von uns zu. Ja genau, und was das sein kann, was wir in unserem DIY-Set haben, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Als erstes haben wir hier einen Umschlag mit nützlichen Informationen, dann natürlich unseren Bio-Baumwoll-Jersey, unser Schnittmuster, eine Rolle recyceltes Nähgarn von Gütermann, eine Jersey-Nähmaschinennadel und natürlich das Design by Us Made by You Stoffetikett. Gut, dann nehmen wir uns als erstes unser Schnittmuster. Nicht wundern, ich habe hier die digitale Version benutzt, die man zusammenklebt. Ihr habt es natürlich alles, wenn ihr das DIY-Set erworben habt, auf einem großen Blatt. Und so, ich habe das jetzt einmal ausgebreitet. Vor mir liegt das Vorderteil. Ihr müsstet jetzt einmal ermitteln, welche der Linien eure Größe ist. Macht das bitte anhand unserer Größentabelle und schneidet dann genau die Größe aus, dort wo die Scherensymbole sind, die ihr euch selbst zugeordnet habt. Ich mache hier zum Beispiel heute die Größe S. Alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten. Die genauen Angaben findet ihr in eurem E-Book. Und bei diesem Top kommt es auch wirklich nicht auf jeden Millimeter an bei eurer Größenauswahl oder auch beim Nähen, da der Stoff ja sehr stretchy ist und sich deswegen halt auch super gut an den Körper schmiegt. Probiert das Ganze auf jeden Fall so ordentlich wie möglich aber zu machen. Und im nächsten Schritt, wenn ihr alles ausgeschnitten habt, alle Schnittteile, dann könnt ihr euch einmal entscheiden, ob ihr die langen, überkreuzten Träger auf dem Rücken machen möchtet oder gerade Träger, wie bei einem normalen Tanktop. Je nachdem, welche Träger ihr nehmt, müsst ihr nämlich unterschiedliche Träger auch zuschneiden. Welches Schnittteil für welche Träger ist, seht ihr einmal da drauf. Die oberen hier, die langen, sind die überkreuzten und die kurzen sind die geraden Träger. Ich mache heute die überkreuzten und lege deswegen die geraden Träger einmal komplett zur Seite und schneide die auch erst gar nicht zu. Fürs Zuschneiden muss ich meinen Stoff jetzt aber noch einmal vorbereiten und ihn entweder einmal bei 30 Grad waschen und dann trocknen oder einmal hier heiß auf Stufe 2 mit Dampf komplett abbügeln, damit, wenn er sich so ein bisschen noch zusammenzieht und schrumpft, er es jetzt tut und nicht nachdem wir genäht haben. Anschließend legt ihr den Stoff einmal so vor euch hin, wie es auf eurem Schnittbild zu sehen ist. Das Schnittbild findet ihr auch in eurem E-Book. Und je nach Größe sieht es jetzt anders aus, wie wir die Schnittteile auf unserem Stoff auslegen. Also guckt da bitte einmal, wie ihr die anordnen sollt, damit es möglichst stoffsparend ist. Und ja, ich mache das jetzt hier einmal für meine Größe. Legt ihr also einmal alle auf und anschließend werde ich sie einmal ringsherum feststecken durch beide Lagen. Mein Stoff liegt nämlich jetzt im Bruch, also doppelt. Und dann schneide ich immer zwei Teile gleichzeitig zu und stecke dementsprechend auch einmal meine Stecknadeln durch alle Lagen, also durch die Papierlage und durch beide Stofflagen. Welche Seite von eurem Stoff jetzt oben liegt, also die rechte oder die linke, das ist egal, weil unsere Teile komplett symmetrisch sind. Wichtig ist, dass unser Fadenlauffeil hier einmal genau parallel zu unserer Webkante oder zu der Bruchkante liegt. Dafür nehmt ihr euch einmal ein Maßband oder ein längeres Lineal, richtet eure Teile möglichst hier gerade aus und messt einmal von dem Fadenlauffeil bis zur Bruch- oder Webkante. Dann messt ihr noch einmal weiter unten, merkt euch das Maß und möchtet jetzt, dass das Maß bei beiden Stellen, wo ihr messt, gleich ist. Könnt das also noch hier so ein bisschen
rumlegen, so wie ich es gerade mache, um sicherzustellen, dass es wirklich komplett gerade ist. Denn das ist wichtig, damit auch unsere Elastizität von dem Stoff genau richtig eingesetzt ist. Dann stecke ich also, wie gesagt, meine ersten Stecknadeln, stecke eine oben und dann unten. Als nächstes mache ich hier die Ecken fest und werde dann einmal komplett ringsherum alles feststecken und auch alle Schnittteile. Immer so im Abstand von 5 bis 10 cm sollte eine Nadel stecken, denn dann könnt ihr am besten zuschneiden. Bereitet das jetzt bitte einmal vor. Alles klar, ich bin soweit und kann jetzt zuschneiden, weil alles festgesteckt ist. Ich nehme mir dafür meine Stoffschere, führe die untere Seite meiner Schere immer auf dem Tisch entlang, denn dann habt ihr am besten Halt und schneidet möglichst gerade. Und führe jetzt meine Klinge entlang meiner Schnittteile, denn alle Nahtzugaben, wie ich ja schon gesagt habe, sind bereits im Schnitt enthalten. Also ihr könnt einfach einmal schön gerade hier drumherum schneiden und einmal jedes eurer Schnittteile ausschneiden. Da ich das jetzt doppellagig habe, seht ihr, ich schneide also zwei Teile gleichzeitig zu. Die brauchen wir nämlich, da das Top sonst ein bisschen zu dünn wird. Vielleicht auch bei manchen Stoffen ein bisschen zu transparent und so einfach auch einen viel schöneren Sitz hat, wenn wir die Teile doppellagig verarbeiten. Plus die Nähte, die ihr dann habt, sieht man dann innen nämlich gar nicht, weil es dann von außen und von innen nämlich richtig, richtig schön verarbeitet ist. Wichtig ist jetzt, dass ihr die kleinen Markierungspunkte, also Knipse, wenn die bei euch vorhanden sind, einmal einschneidet. Und zwar einmal quer mit den äußersten 2-3 mm eurer Scherenspitze, wirklich nicht weiter. Und die dienen uns nämlich dann dafür, zum Beispiel die Position unserer Träger zu haben. Ich schneide hier also einmal ein. Natürlich auch hier wieder nur den Knips mit meiner Linienart, also zu meiner passenden Größe. Und mache das wirklich nur mit der äußersten Spitze. Also bitte nicht tief einschneiden. Alles klar, das mache ich jetzt mal überall, wo ich Knipse finde. Bei diesem Top sind es aber überhaupt nicht viele. Ja, dann kann es mit dem Nähen eigentlich schon losgehen. Wichtig ist nur dafür, dass ihr euch euren Stoff einmal ganz genau anguckt und erkennt, welches die rechte und welches die linke Seite ist. Die rechte Seite erkennt ihr hier meistens bei solchen normalen Jersey-Stoffen an dieser gestreiften, leicht gestreiften Seite. Während die linke Seite, also die später innen liegen soll, nicht so eine klare Struktur aufweist. Also hier, die bei mir jetzt gerade oben liegt, ist die rechte Seite. Ermittelt das einmal bitte bei euch. Und dann bereiten wir uns unsere erste Naht vor. Und zwar fangen wir mit den Trägern an. Wir nehmen jetzt unsere Träger, je nachdem, ob ihr die langen, überkreuzten oder die kurzen geraden genommen habt, und falten sie einmal in der Mitte rechts auf rechts. Also die Seite mit den feinen Streifen, die liegt jetzt innen. Und stecken uns hier einmal die lange Strecke, immer mit einer Stecknadel, die so im Abstand von 1 cm zur Kante gesteckt ist, einmal komplett fest. Ich stecke mir also als erstes ganz links und ganz rechts eine Nadel, immer von rechts nach links. Und dann teile ich hier die Strecke auch immer schön auf, sodass die Kanten schön glatt aufeinander liegen. Und stecke mir da die nächsten Nadeln. Und genau das gleiche solltet ihr jetzt auch bei eurem anderen Träger machen, denn die bereiten wir jetzt gleichzeitig vor und nähen hier diese beiden Strecken. Also bei beiden Trägern einmal eine Strecke. Dafür fädel ich jetzt einmal meine Nähmaschine ein. Wer dabei noch Hilfe braucht zum Ober- oder Unterfaden einfädeln, guckt doch bitte nochmal unser Grundlagentutorial. Ich nähe hier mit einer schönen Nähmaschine von B6 aus Hannover und habe das jetzt einmal eingefädelt. Wichtig sind als nächstes die Einstellung von eurem Stich. Wir nähen hier mit der normalen Nähmaschine einfach mit einem normalen Geradstich. Das ist der Doppelsteppstich, hier bei mir die Nummer 1 und mit einer Stichlänge von 2,5. Wie gesagt, wenn ihr aber eine Overlock habt, nutzt die natürlich auch super gerne. Es geht aber auch mit einer ganz normalen Nähmaschine. Ich zeige euch nämlich, wie. Und zwar setzt ihr dann einmal noch eure Jersey-Nähmaschinennadel ein und ihr werdet sehen, es ist super, super einfach, hier auch mit einer normalen Nähmaschine einfach Jersey zu verarbeiten. Ich positioniere jetzt meine Nadel und senke meinen Nähfuß so, dass ich 1 cm von meiner Kante rechts entfernt nähe. Nehme mir nacheinander immer meine Stecknadeln hier raus, fange an zu nähen, halte meinen Nadelfaden fest, nähe noch ein paar Stiche rückwärts, um das Ganze zu verriegeln. Nähe dann wieder vorwärts, entferne nach und nach die Nadeln und nähe hier einmal möglichst gerade einfach einmal.
einmal runter bis zum Ende meiner Naht. So, da ist das Ende schon, dann werde ich einmal verriegeln. Ich habe aber jetzt bis ganz zum Ende genäht, nähe dann 3 Striche rückwärts, nähe dann wieder vorwärts bis zum Ende, hebe meine Nadel, hebe meinen Nähfuß und schneide meinen Faden einmal ab. Super, genau das gleiche bitte jetzt auch noch mit eurem anderen Strap machen. Wenn die Nähte beendet sind, dann möchten wir die Nahtzugaben einmal kürzen und zwar nur so auf 2-3 mm sollen die jetzt noch lang sein, also dort entlang der offenen Kante, nicht an der geschlossenen, bitte einmal lang schneiden. Einmal ganz entlang und das bitte an beiden Strips. Das Ganze sieht dann so aus und jetzt möchten wir, um die rechte Seite zu haben, das Ganze einmal umkehren. Dazu nehmt euch doch bitte eine Sicherheitsnadel, öffnet die einmal und stecht mit der Spitze einmal in das eine Ende eures Trägers ein. Dann schließt ihr die Sicherheitsnadel und steckt die Sicherheitsnadel einmal in den Tunnel. Dann sorgt ihr dafür, dass auch die Enden hineingehen. Wenn der Anfang gemacht ist, dann geht es schon viel besser. Ihr zieht und schiebt jetzt einfach die Sicherheitsnadel einmal durch den Tunnel und sorgt immer dafür, dass rechts wieder mehr Stoff in den Tunnel hineingleitet, so lange bis die Sicherheitsnadel wieder links herauskommt. Kleiner Tipp am Rande, schaut, dass die Sicherheitsnadel sich in dem Tunnel nicht öffnet, denn dann kann die sich so ein bisschen blöd verhaken. Nehmt sie immer so zwischen den Fingern, dass sie einfach geschlossen bleibt. Ja, und jetzt der beste Moment, wenn sie links wieder rauskommt und ihr das Ganze einmal umdrehen könnt, dann seht ihr, jo, das wird ein fertiger Träger und als nächstes wird der gebügelt. Genauso auch bei der anderen Seite. Ich lege mir das Ganze jetzt so vor mich hin, dass die Naht, beziehungsweise nur der Schatten der Naht, den man hier noch sieht, an einer Seite ist und bügele das Ganze dann auf Stufe 2 komplett einmal platt. Benutzt da auch gerne wieder ein bisschen Dampf. Und dann sind unsere beiden Träger fertig und wir bringen sie an. Dafür legen wir eins der Vorderteile mit dem Ausschnitt nach oben vor uns hin. Und zwar so, dass die rechte Seite, die mit den leichten Streifen, oben liegt. Dann nehmen wir uns unseren einen Träger und zwar die Schrägseite bei dem langen. Wird jetzt 1 Zentimeter entfernt von dieser Ecke da oben aufgelegt. Und zwar so rum, dass unsere Schräge quasi dem Verlauf des Ausschnitts entspricht. So wie bei mir. Den anderen lege ich genau spiegelverkehrt drauf. Auch hier 1 Zentimeter entfernt links von der Kante. Wenn das so liegt, dann nehme ich mir das andere Vorderteil dazu und lege es mit der rechten Seite nach unten wieder darauf. Also unsere beiden rechten Seiten liegen jetzt zueinander gewandt innen, unsere Träger dazwischen und diese Strecke, diesen Bogen hier oben, möchten wir jetzt als nächstes einmal nähen und schließen dabei auch beide Träger ein. Da empfiehlt es sich natürlich wieder, die Strecke einmal zu stecken. Und zwar mit ein paar Stecknadeln. Damit stecke ich mir gut die Träger einmal fest und beachte auch hier nochmal den Zentimeter Abstand. Denn nach dem Träger, sozusagen rechts davon, wo jetzt dieser Zentimeter ist, möchten wir noch bis hier runter nähen und nähen da sozusagen so eine kleine Ecke rein. Also da ist die letzte Stecknadel, die ich stecke. Und genauso stecke ich jetzt den restlichen Teil der Strecke fest, also mache das auch links nochmal, dann in der Mitte und dann ist das alles befestigt und kann mit zur Nähmaschine genommen werden. Und nochmal zur Verdeutlichung, wir fangen jetzt also hier links an, nähen hier hoch neben den Träger, nähen da eine Ecke bis hier rüber, bis nach dem Träger, bleiben da stecken und nähen dann das letzte Stück. Alles in einer Naht. Los geht's! Genäht wird die Naht wieder mit einem Abstand von 1 cm hier zur äußeren Kante. Ich fange jetzt bei dem kurzen Stückchen hier an, senke da meinen Nähfuß, nehme die erste Nadel raus, fange an zu nähen und verriegle natürlich ganz am Ende. Und dann möchte ich hier also einstechen, rechts von meinem Träger. Aber trotzdem 1 cm entfernt, sowohl von der Kante rechts als auch von der Kante unten. Ihr könnt dann natürlich auch gerne das Handrad benutzen. Wenn ihr den Punkt gefunden habt und nicht in den Träger eingestochen seid, dann hebt einmal euren Nähfuß, aber lasst die Nadel stecken. Dreht euren Stoff dann in die nächste Richtung, senkt den Nähfuß und näht weiter. Ich nähe hier über den Träger doppelt, also verriegel da einmal, damit er einfach schön fest ist. Das könnt ihr auch sehr gerne machen. Und dann probiere ich hier eine möglichst gleichmäßige und symmetrische Rundung bis zur anderen Seite. Und dort nähe ich einmal über den Träger wieder. Auch dort könnt ihr wieder verriegeln, wenn ihr darüber genäht seid.
uns das Ganze schön fest. Dann näht ihr wieder weiter und bleibt also genau nach dem Träger im Stoff stecken. Ich mache hier noch so einen Stich, hebe dann wieder meinen Nähfuß, Nadel bleibt aber stecken und möchte jetzt hier nur noch die kleine Strecke machen, senke dafür wieder meinen Nähfuß, nähe weiter und habe dann die zweite Ecke gefertigt, nähe ganz bis zum Ende meiner Kante, verriegel da wieder, hebe Nadel und Nähfuß, schneide das Ganze ab. Und dann ist der Ausschnitt schon mal fertig. Um gleich auch wirklich eine schöne Ecke zu haben, schneiden wir hier die Nahtzugaben an unserer Ecke einmal ab. Und zwar wie in einem kleinen V. Ich zeige euch das einmal. Wirklich nur in die Nahtzugabe schneiden, nicht darüber hinaus. So sollte das aussehen. Habe also durch die beiden Lagen einmal geschnitten. Mache das auch auf der anderen Seite hier nicht in den Träger schneiden, sondern direkt daneben, so. Und einmal rüber, zack. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen gleich und bügeln, dann legt sich das viel schöner. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt gerade war ja die linke Seite außen, das Ganze stülpen wir um. Dabei gehen wir hier mit den Fingern so ein bisschen und klappen die Nahtzugaben einmal auseinander. Drehen das Ganze dann um. Können so ein bisschen an unserem Träger ziehen, um die Ecke noch ganz rauszuholen. Machen das Ganze auch noch auf der anderen Seite, Nahtzugaben wieder schön auseinander und dann das Ganze einmal umdrehen. So, alles klar. Und dann möchten wir hier einmal die kurzen Strecken und die Runde in der Mitte schön platt bügeln. Denn unser Ausschnitt soll ja nicht so wulstig sein, sondern schön glatt. Wir legen uns das Ganze jetzt einmal so, dass hier wieder der Schatten der Naht genau an der Kante des Stoffs ist und da kein Stoff verschluckt wird. Guckt da einmal gut, dass sich da kein Stoff so einrollt, sage ich mal, und da irgendwie mehrere Millimeter verschwunden sind, sondern die Naht, oder der Schatten der Naht soll hier genau an der Kante liegen. Dann gehe ich da einmal einfach rüber. Ihr seht, das legt sich schon richtig, richtig schön. Dann mache ich hier noch das kleine Stück. So, alles klar. Ja, und dann ist das Vorderteil schon mal fast fertig eigentlich. Als nächstes möchten wir das Rückteil an die Träger nähen. Und jetzt ist es ganz wichtig, wir haben uns ja entschieden, ob wir überkreuzte Träger oder gerade Träger machen möchten. Und wenn die überkreuzt sein sollen, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, sie zu überkreuzen. Die sollen sich jetzt nicht irgendwie einmal um sich selbst drehen oder so, sondern einfach hier glatt liegen und flach. Und wenn ihr gerade Träger haben solltet, dann lasst ihr die einfach so gerade und legt dann gleich das Rückteil, so wie ich es zeige, dazu. Aber wir überkreuzen sie jetzt einmal. So oder so braucht ihr jetzt als erstes eines der Rückteile. Nehmt euch das mal dazu. Das legen wir jetzt oben hier mit dran. Ich lege das Rückteil jetzt so, dass der Ausschnitt wieder oben liegt und die rechte Seite auch oben. Dann lege ich hier meinen Träger, ohne dass er sich dreht, einmal mit dem Ende mittig auf meinen Knips. Genau so. Und den anderen Träger auf den Knips auf der anderen Seite. Zieh mir einmal mein Vorderteil hier ran. Nicht, dass es mir runterfällt. Dreh das Ganze einmal, dann könnt ihr das besser sehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir die Träger jetzt in die richtige Richtung drehen, also von der Ausrichtung, damit die dann auch schön aus unserem Rückteil fließen, und zwar in die Richtung, in die sie sollen. Bei dem geraden Träger könnt ihr sie einfach gerade drauflegen, also genau im Verlauf eurer Längslinien auf dem Stoff. Aber bei uns sollten sie jetzt so ein bisschen nach außen gekippt sein, denn wenn man sie später dann umklappt nach oben, laufen sie so nach innen. Also achtet einmal darauf, dass sie so leicht nach außen geneigt sind und legt dann euer
anderes Rückteil darauf, wieder mit der rechten Stoffseite nach unten, also beide rechten Stoffseiten treffen jetzt aufeinander und steckt euch einmal diese komplette rund verlaufende Strecke einmal fest und dabei auch gut die Träger einmal, könnt ihr auch gerne so mit Quernadeln machen, damit sie in die richtige Richtung verlaufen und dann nähen wir hier gleich einmal diese Naht. Kleiner Tipp, könnt ihr übrigens immer so machen, wenn ihr sicherstellen wollt, ob ihr irgendwas richtig festgesteckt habt, dann klappt es doch einmal richtig um und seht, wie das Ganze verlaufen würde, auch wenn es jetzt nur gesteckt ist. Denn dann könnt ihr sehr gut erkennen, ob ihr alles richtig gemacht habt, ob sich hier vielleicht was verdreht hat oder nicht. Das könnt ihr bei allen Nähten immer so machen. Dann nähen wir also einmal die Naht, fangen hier ganz außen an, nähen wieder in einem Abstand von 1 cm rechts zur Kante. Verriegeln natürlich auch wieder und verriegeln auch am Ende. Und wenn ihr über die Träger kommt, könnt ihr natürlich zwischendurch auch einmal verriegeln, damit die auch hier wieder schön festsitzen. Jetzt heißt es wieder bügeln. Ich habe das Ganze also hier schon einmal umgedreht und werde jetzt einmal über die Kante, die wir jetzt gerade genäht haben, bügeln und achte auch wieder darauf, dass kein Stoff verschluckt wird und meine Naht hier genau außen schön sitzt und möglichst platt gebügelt wird. Als nächstes schließen wir die Säume und das ist eine ganz lustige Sache, wie ich finde. Wir nehmen uns nämlich jetzt unsere Vorder- und Rückteile, die wir jetzt schon so gut aneinander genäht haben, klappen unser Rückteil dann einmal auf, so dass ihr jetzt die Naht seht, packen das Vorderteil und die Träger genau in unser Rückteil rein, als würden wir so ein kleines Täschchen damit packen, legen dann die beiden Säume von unseren Rückteilen aufeinander. Alles andere ist jetzt in unserem Rückteil und schließen dann einmal hier unten unseren Saum. Mit den Stecknadeln zuerst und dann gleich an der Nähmaschine. Das hier ist jetzt also genau die Strecke. Lege ich mir hier wieder einmal unter meinen Nähfuß, nähe wieder 1 cm von der Kante entfernt, verriegle am Anfang und am Ende und ansonsten ist es hier einfach eine gerade Naht. So, das wäre das. Jetzt machen wir fast genau das gleiche nochmal. Dafür ziehen wir uns einmal unser Vorderteil und die Träger aus unserem Rückteil. Gucken, dass hier alles schön rausgeholt wird. Die rechte Seite von unserem Rückteil sollte jetzt auch wieder außen sein. So, und dann möchten wir das nochmal machen, nur mit dem Vorderteil. Diesmal legen wir unser Vorderteil also vor uns hin, klappen das einmal auf. Die linke Seite liegt jetzt unten. Wir legen unser Rückteil und die Träger in unser Vorderteil, legen dann die Saumkanten hier aufeinander. Keine Sorge, wenn die sich ein bisschen einrollen, das ist nicht schlimm, rollt die einfach ein bisschen aus und dann stecken wir uns dort die Strecke aufeinander. Das nächste wird also auch wieder eine gerade Naht, einmal hier von links nach rechts. Ihr merkt es vielleicht, so viele Nähte sind nicht mehr übrig. Also wenn es euch heute Spaß gemacht hat und ihr merkt, ja, es ist irgendwie gar nicht so schwer, ich kriege so einen Top schon hin, dann guckt doch super gerne auf unserer Website im Anschluss, sucht euch euer nächstes Schnittmuster oder DIY-Set aus und dann kann es schon weitergehen. Und Stück für Stück nähert ihr euch dann einem selbstgemachten Kleiderschrankinhalt. Und ich wette, ihr merkt einfach auch, wie viel mehr euch diese Stücke, die ihr selber macht, bedeuten und was nachhaltige Mode eigentlich bedeutet. Ist die Naht gefertigt, kann das Ganze wieder umgekrempelt werden. So, alle Inhalte einmal raus. Alles klar, und als nächstes möchten wir die Seitennähte schließen. Und zwar gehört ja immer ein Vorderteil an einen Rückteil. Nicht die beiden Vorderteile zusammennähen, dann habt ihr eine offene Seite. Ich lege das Ganze einmal so aufeinander, dass ich auch vorher einmal kontrolliert habe, ob meine Träger jetzt richtig verlaufen. Wenn ich das festgestellt habe und gesehen habe, jo, es ist richtig, dann lege ich mir als erstes einmal meine beiden Saumnähte aufeinander und stecke mir nach und nach eine Stecknadel
hier also durch zwei Lagen. Eine Lage vom Vorderteil wird an eine Lage vom Rückteil gesteckt. Dann arbeite ich mich hier ein bisschen weiter nach links. Halbiere hier noch die Strecke, dass das schön alles aufeinander liegt. Stecke mir hier noch eine Stecknadel in den Saum. Und ich möchte einmal eigentlich komplett im Kreis nähen, aber es wird jetzt nicht gehen, denn dafür müssen wir ein kleines Stück von unserer Saumnaht einmal öffnen. Nehmt euch da doch bitte entweder einen Auftrenner oder so wie ich so eine kleine Stickschere zur Hand und trennt hier im Saum von eurem Rückteil einmal so 7 bis 10 cm auf, bitte. Zieht euch dafür einmal beide Stofflagen schön auseinander, sodass ihr mit der Schere oder eurem Auftrenner wirklich nur die Naht trefft. Die schneidet ihr dann so ein bisschen auf. Zack, zack, geht auch ganz schnell. Und diese Öffnung brauchen wir nämlich jetzt, um dort hineinzugreifen, unsere Seitennaht zu fassen, einmal durch den Saum nach außen zu stülpen. Und dann sind wir nämlich in der Lage, einmal ringsherum im Kreis zu nähen. Bevor ihr das macht, könnt ihr natürlich auch wieder kontrollieren, ob alles richtig gesteckt ist. Dafür zieht ihr euch das Ganze durch den Saum einmal raus. Guckt so, ob das alles passt oder ob da was verdreht ist. Bei mir sieht es gut aus und so nehme ich mir das mit an die Nähmaschine. Ich nähe jetzt wieder 1 cm entfernt von meiner offenen Kante rechts. Fange hier bei einer Naht an. Gucke auch, dass die Nahtzugaben schön auseinander liegen. Dann wird das nicht zu wulstig. Fange dann an zu nähen. Verriegeln brauche ich hier nicht, denn ich komme am Ende ja wieder genau dort an und verriegel dann am Ende. Und nähe hier einmal komplett runter, bis ich genau da angekommen bin, wo ich angefangen habe. Auch bei der anderen Naht, wo ich rüber nähe, achte ich darauf, dass die Nahtzugaben schön auseinander liegen. Und wenn ich wieder hier angekommen bin, dann verriegel ich einmal, nähe noch so ein Stückchen über die Stelle, wo ich angefangen habe, hebe dann wieder Nadel und Nähfuß und bin fertig. Und genau das gleiche macht ihr jetzt bitte auch noch mit der anderen Seite, sodass jetzt gleich beide Seitennähte bei eurem Top geschlossen sind. Wenn das der Fall ist, dann können wir noch diese kleine Stelle, die wir jetzt zuvor geöffnet haben, einmal wieder schließen. Dafür kehren wir einmal die Nahtzugaben schön glatt nach innen. Sollte sich eh noch so legen, weil ihr da vorher schon drüber gebügelt habt. Steckt mir dann so ein paar Stecknadeln, um diese kleine Stelle schon mal zu verschließen, um es gleich beim Nähen einfacher zu haben. Und dann nehme ich mir eine Handnähnadel dazu und so ungefähr eine Armlänge von meinem Nähgarn. Das fädel ich dann einmal in mein Nadelöhr ein. So, und mache dann in das eine Ende, eins sollte deutlich länger hängen als das andere, einen Knoten. Und dahinter schneide ich dann meinen Faden kurz ab, also hinter dem Knoten. Dann bin ich perfekt vorbereitet, um die Stelle jetzt mit einer kleinen Handnähtechnik zu schließen und die erkläre ich euch jetzt. Stecht bitte an einer Stelle oben oder unten in euren Stoff ein und zieht einmal an dem Faden, bis der Knoten euch stoppt. Geht gegenüberliegend in diesen kleinen Tunnel und geht dort so einen halben Zentimeter maximal weiter. Dann wieder gegenüberliegend rein.
und zwar in dem Tunnel wieder so einen halben Zentimeter, wieder gegenüberliegend und immer so weiter. Also wir machen jetzt quasi wie so eine kleine Welle, also oben nehmen wir immer ein Stück mit, gehen dann gegenüber unten wieder rein, gehen da wieder ein Stück weiter, gehen dann oben wieder rein und so weiter. Wir imitieren damit auch so ein bisschen eine Nähmaschinennaht und ziehen das immer fest. So fest, dass es nicht sofort reißt, wenn ihr dran zieht, sondern es sollte noch so ein bisschen dehnbar sein und da genug Faden haben. Und dennoch so fest, dass eure Nähte hier, die noch zu sehen sind, also die kleinen Fädchen zwischen den Lagen, nicht raushängen, sondern schon einigermaßen straff dazwischen sind. Ja, und wenn ihr dann so ein kleines Stück gemacht habt und immer mal wieder dran gezogen habt, dann ist ganz wichtig, dass ihr mal auf der Stelle näht, also dort, wo ihr gerade rausgekommen seid, einfach so einen Millimeter auf der Stelle und dann, bevor sich hier diese kleine Schlaufe schließt, einmal mit der Nadelspitze da reingehen, denn so könnt ihr die Naht einmal sichern und falls die dann mal aufgehen sollte irgendwie beim Tragen, dann würde die nur bis zu der Stelle aufgehen, wo sie gesichert ist. Also sichert doch bitte eure Naht, die ihr gerade macht, immer so alle 5 cm. Die Strecke ist ja auch überhaupt nicht lang, also es muss jetzt nicht häufig vorkommen, aber dann ist es auf jeden Fall gut. Dann geht es genauso weiter mit dieser Naht. Die Stecknadeln, die dann kommen, könnt ihr immer entfernen. Und gleich am Ende, wenn ihr also das Stück, was noch offen war, geschlossen habt, dann könnt ihr auch einmal wieder vernähen, genauso wie gerade. Ich zeige es euch nochmal. Ihr näht also einmal hier auf der Stelle, geht mit der Nadel durch die Schlaufe, zieht das Ganze einmal fest, zack. Könnt das auch gern noch ein zweites Mal wiederholen. Und dann könnt ihr eure Nadel einmal in euer Top stecken und irgendwo rauskommen lassen. Dort den Faden einmal abschneiden, nicht in das Top schneiden. Dann hier so ein bisschen kruscheln mit den Fingern. Dann versteckt sich nämlich der Faden innen und das Ganze ist geschlossen. Last but not least machen wir unser Teil zu einem richtigen Designerstück. Nähen noch unser Stofflabel ein, das Juliana Matthäus designt bei Us Made by You Stoffetikett, das ihr nur bekommt, wenn ihr eins unserer originalen DIY-Sets bestellt. Und das möchten wir einmal an den oberen beiden Ecken einnähen. Ihr könnt das so wie ich auch einmal hier rechts und links absteppen, wenn ihr möchtet, oder ihr näht es einfach ein, wie ihr es bekommen habt. Ich habe den Faden auf jeden Fall doppelt genommen und dann quasi in das Fadenende von beiden Fäden einen Knoten gemacht. Hab dann hier angefangen zu nähen und nähe immer von unten nach oben durch das Stoffetikett, dann so ein Stückchen durch den Stoff, wiederhole das so 3-4 Mal und vernähe dann, schneide den Faden ab und mache das Ganze jetzt auch noch auf der anderen Seite. Mach also wieder einen Knoten in das Fadenende von beiden Fäden zusammen, gehe dann hier in meinen Stoff und gleichzeitig von unten nach oben in das Stoffetikett, ziehe das fest, bis der Knoten mich stoppt, gehe wieder in Stoff und Stoffetikett, wiederhole das also wieder. Und dann bin ich bereit zum Vernähen. Ich nähe hier auf der Stelle in meinem Stoff, nehme dabei wirklich nur so einen Millimeter Stoff mit, gehe mit der Nadelspitze durch meine Schlaufe, ziehe das Ganze einmal fest, so, und dann schneide ich meinen Faden ab. Das war's! Der letzte Schliff ist getan. Tada! Ja, fertig! Euer The Vicky Top ist ready zum Tragen, würde ich sagen. Ja, ich liebe es einfach, weil es nicht nur super einfach zu nähen war, es ging auch super, super schnell und es lässt sich sehr vielseitig kombinieren. Egal ob mit einem schicken fließenden Rock und Stilettos am Abend oder einer Boyfriend Jeans und Oversized Blazer am Tag, es gibt keine Grenzen. Ja, teilt auch super gerne eure Resultate mit dem Hashtag Juliana Matthäus on me. Wir freuen uns immer super doll von euch zu hören und euch in euren Looks zu sehen. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn wir gemeinsam nähen, stricken, sticken, Makramee machen, was auch immer. Fühlt euch gedrückt und bis bald.